jetzt kommt das coolste Steampunk-Junk-Journal aller Zeiten. Für alle, die gerne unterwegs ihre Bücher mitnehmen und schreiben wollen. Oder wenn du auf eine Con gehst oder vielleicht auf ein Steampunk-Festival, Kostümfest, was auch immer, und du möchtest gerne dein Journal mitnehmen. Dann kannst du dieses hier nehmen und du kannst es einfach mit den Bändern umhängen wie eine Handtasche. Das Beste ist, dass dieses Buch innen drin jede Menge Fächer hat. Unter anderem hier ist eins fürs Handy. Und an den Seiten, sieht man, sind so kleine Fächer für Kleinkram, damit man eben die Hände frei hat und nicht unbedingt noch eine Handtasche braucht, sondern seinen Kram, den Frau halt so braucht, überall unterbringen kann. Und um uns das ganz genau anzugucken, machen wir jetzt noch ein kleines Flip-Through. Jetzt wird's spannend, jetzt können wir uns das mal in allen Details hier anschauen. Am besten gehst du und holst dir was Schönes zu trinken. Ich habe hier schon meinen Tee und lehnst dich gemütlich zurück. Hier gibt's so viel zu gucken, das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Erstmal mache ich die Schulterbänder ab. Die sind hier mit diesen Karabinern dran. Das geht also ganz leicht, die abzumachen. Und die Karabiner haben noch eine weitere Funktion gleich, wenn die dann runter sind hier, die Bänder. Damit kann man nämlich auch das Buch nochmal verschließen, wenn man das gerne möchte. So, falls man die ohne Schulterbänder benutzen will, kriegt man damit das Buch dann auch ganz gut so zu. Diese Bänder hier, die sind aus Lederresten und das ist echtes Leder. Das heißt also, das Buch ist nicht vegan. Ja, auch der Buchrücken hier ist auch echtes Leder. Der Einband, der ist aus Malpappen gemacht. Die habe ich dann nochmal extra beklebt und patiniert und so. Und das ist also sehr stabil hier. Das ist ein recht fester Einband. Denn wenn man sich das wirklich umhängt und von A nach B schleppt, dann muss das ja auch ein bisschen was aushalten. Und hier die Halterungen, die sind wieder mit dem echten Leder fixiert und mit ein bisschen Metall, damit es auch von hinten hübsch aussieht. Und hier von vorne, der eine oder andere wird es erkennen, das ist eine Bierdose. Das gab es irgendwann mal beim Lidl hier, dieses Steampunk-Bier. Und dann habe ich meinen Mann gezwungen, davon mal ein paar Dosen auf Vorrat zu trinken. Und die habe ich aufgehoben. Die stehen jetzt schon ziemlich lange im Schrank. Ich habe schon mal irgendwann ein Steampunk-Buch mit so einer Dose gemacht und wollte aber jetzt mal was ganz anderes machen. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen mit diesem Buch zum Umhängen, weil ich halt gerne draußen rumlaufe und meine Bücher mitnehme und mich irgendwo hinsetze und schreibe. Und gerade auch auf diesen Festivals, auf diesen Cons und Elfenfesten und so weiter. Vielleicht mag man so ein Buch mitnehmen als Gästebuch, möchte den einen oder anderen da was reinschreiben lassen, Fotos machen, die man einklebt und dann kann man schon mal direkt die Leute da unterschreiben lassen und so weiter. Und dann braucht man ja die Hände frei. Also habe ich gedacht, umhängen ist gut und zwei Handtaschen haben oder zwei Sachen umhängen ist auch blöd. Also hat dieses Buch innen drin noch einige Fächer. Die gucken wir uns aber gleich an. Jetzt gucken wir uns erstmal das Cover noch an. Denn diese Bierdose ist außenrum mit Steamclay nochmal schön gemacht. Dieses Steamclay, das gibt es ja extra bei Funkelkram. Wir haben das ja entwickelt, dieses Produkt, extra als Buchcover, weil das nach dem Backen recht flexibel bleibt. Ihr seht das, wenn man da so drauf drückt, ne? Das ist so ein bisschen, das hat so eine gummiartige Konsistenz. Anders als andere ofenhärtenden Modelliermassen, was für ein Wort, die werden halt so hart, die brechen einfach. Da hatte ich immer wieder ein Problem mit meinen Buchcovern, weil da ja dann auch viel Bewegung dran ist und geht ins Regal und wieder raus und so. Klar, wenn man da genug dran rumschubbelt, dann fällt auch hier mal was ab. Das kann man dann einfach wieder ankleben. Aber abbrechen tut hier eigentlich nichts, weil dieses Zeug wirklich nachgibt. Das ist also wirklich eine coole Sache. So. Haben wir ja auch lange genug gebraucht, bis wir das so hatten, wie wir das haben wollten. Und wen das interessiert, Funkelkram Online-Shop, da gibt es Steamclay. Jetzt aber hinein ins Vergnügen. Dieses Buch hat jede Menge schöne Fächer. Am wichtigsten ist dieses Fach, denn wenn ich unterwegs bin, wohin mit dem Handy? Na, ins Buch natürlich. Passt genau hier rein. Extra dafür gemacht. Und wenn man es im Video vorführt, klappt es natürlich nicht. Ach so, der Straps hat sich vertuddelt. Hier ist nämlich extra eine Schnur, damit es rein und raus geht. Und manchmal, wenn der sich so ein bisschen verhakt, dann muss man ein bisschen fester schieben. Aber das geht also einwandfrei rein und raus und so kann es nicht rausfallen. Und da hast du dann auch alles beieinander. Und für noch weiteren Kram, den man dann so mit sich rumschleppt, vielleicht ein bisschen Kleingeld, paar Bonbons, Kopfweh-Tablette, was auch immer. Tampons passen auch da rein. Alles, was Frauen so mit sich rumschleppen, kann man also dann hier in diesen Fächern, wenn man unterwegs ist, so unterbringen. Und natürlich Stifte zum Schreiben, das ist ja klar. Ne?
Und ich wollte halt, dass dieses Buch, wenn man unterwegs ist, dass die Seiten dann da nicht so rumflappen und total ja, kaputt gehen, zerreißen. Deswegen habe ich das schön mit diesem Gurt hier fixiert. Da hat das Ganze ein bisschen mehr Stabilität. Und wenn das dann viel auf und zu gemacht wird, dann ist das ein bisschen sicherer hier, das Ganze. So, fängt also an mit einem schönen Satz. Steampunk ist passiert, als die Gothics Brown entdeckt haben. Das fand ich so schön. Das muss bei mir immer in die Steampunk-Bücher mit rein, weil es einfach so ein schöner Spruch ist. Das Buch hat übrigens 160 Seiten insgesamt auf 4 Signaturen. Und es ist ja so mäßig dekoriert, weil ich denke, Menschen, die Steampunk mögen oder überhaupt Steampunker, sind sehr kreative Menschen. Die brauchen Platz für ihre eigenen Ideen. Ihr möchtet ja schreiben, malen, Collagen kleben und so weiter und so weiter. Und das muss ja Raum für sein. Und deswegen habe ich nicht so ganz so wahnsinnig viel dekoriert. Hier sind immer so diese Metallringe drin, damit es schön stabil ist. Ihr seht auch, das geht auch ganz auf. Ist also zum Schreiben sehr gut geeignet. Und irgendwie komme ich hier nicht in der Mitte. So, jetzt. Jetzt sind wir, glaube ich, in der Mitte vom Bildschirm. So, weiter geht's. Ja, dann sind die Seiten natürlich in Tee gebadet, wie sich das gehört für ein Junk Journal. Und immer zwischendrin mal so ein bisschen mit Stempel irgendwie dekoriert oder mit der Schablone, je nachdem, was mir gerade so eingefallen ist. Ich habe ja immer gerne Schulheftseiten da drin, Karos. Jetzt haben wir hier diese schönen Zweitklässlerlinien für alle, die gerne so Handlettering machen oder Kalligrafie oder so. Da ist das ja mal toll, ne? So als Grundlage. Alte Buchseite, das sind Original, das ist auch ein Buch von 1910, maximal 1920, also wirklich eine 100 Jahre alte Seite. Ich nehme nur original alte Buchseiten, ich mache keine Kopien in meine Bücher. Ja, dann einfach ein bisschen gestempelt, damit es ein bisschen interessanter aussieht, das Ganze. Nochmal hier für Doodle und für Zeichnungen ein bisschen Millimeterpapier, das ist ja immer schön. Das ist eine Seite aus unserem Time Traveler Set. Da habe ich dann so ein paar Extra-Drucke. Und hier ist nochmal ein kleines Heftchen, das ist dann so für einen besonderen Tag vielleicht, wo man nochmal extra drüber schreiben möchte oder ein Liedsong oder ein Gedicht oder irgendwas, was du ganz besonders wichtig findest, könntest du dann hier reinschreiben und da dann noch so ein paar Taschen zum Aufbewahren von Fotos, Eintrittskarten, was auch immer du meinst, was wichtig für dich ist, was da rein soll. So. Dann hier ist nochmal ein bisschen dekoriert, nochmal ein netter kleiner Spruch. Verlass dich auf dein Herz, es hat schon geschlagen, lange bevor du denken konntest. Ne? Das ist einer von meinen Lieblingssprüchen. Nochmal ein Steampunk-Deko. Dann nochmal diese schönen Seiten zum Schreiben üben. So, geht's weiter. Dann nochmal eine schöne dekorative Seite und dann ist die erste Signatur schon durch und hier hängt dann noch so ein kleiner Charm dran, da steht drauf, live your dream, lebe deinen Traum. Aber ich glaube, wenn man wirklich Steampunker ist, dann lebt man seinen Traum ja schon. Ja, hier haben wir dann dieses, das ist Perlmuttpapier. Und das ist ziemlich cool, weil man da wirklich mit einem ganz normalen Stift drauf schreiben kann. Man meint immer so, das ist so glatt und so glänzig. Hält denn das überhaupt? Da kannst du wirklich mit einem ganz normalen Kugelschreiber drauf schreiben. Und es ist überhaupt kein Problem. Und hier steht dann, das schwarze Schaf kann jeder sein, sei das bunte. Noch eine kleine Einschubtasche, ein Postkärtchen. Für eine kleine Notiz, für einen schönen Spruch, für irgendwas. Klappert das hier immer. Ich muss das mal sortieren. So, jetzt geht's. Ja, und dann hier nochmal ein bisschen mit Wasserfarbe ein bisschen nachgeholfen, damit da ein bisschen Farbe reinkommt in das Buch. Das ist ja mein Trick, ne? Ich nehme ja immer Wasserfarbe und ich mische die mit Tee von vornherein und mache dann auf die Seiten noch ein bisschen extra Patina und sowas alles. Wenn man Wasserfarben mit Tee mischt anstatt mit Wasser, dann kriegt das von vornherein so ein bisschen diesen alten grungy Look. Und ist nicht ganz so leuchtend, wie wenn man einfach nur die Wasserfarbe mit Wasser benutzt. Falls du selber mal so Seiten einfärben möchtest, ist das ein guter Trick. Hier haben wir dann nochmal ein kurzes Blatt, wo man dann entweder nochmal eine Seite einfügen kann, indem man die hier einfach draufklebt, wenn da noch was rein soll, ein Prospekt oder so. Oder du kannst sie einfach festkleben und kannst da auch wieder eine Pocket draus machen. Kein Problem. So, ja, nochmal so Schulheftlinien zum Schreiben üben. Und das ist aus dem alten Brockhaus eine Seite von 1910, Nordamerika, ist also auch immer ganz interessant. 1910, das sind über 100 Jahre, ist eigentlich irre, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, und hier ist so eine Mittelalterkarte, die war auch in dem Brockhaus. Und wenn ich mir überlege, der Brockhaus ist von 1910 und das ist eine Karte vom Mittelalter. Das heißt, die Karte war ja damals schon alt. Jetzt ist die uralt. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich in Europa die Grenzen schon verschoben haben, seitdem, ist es der totale Wahnsinn. Also immer wieder spaßig, finde ich, sich sowas anzugucken. Das ist jetzt eine Kopie, das ist keine Originalseite, das ist eine alte Zeitung. Ist auch aus dem Time Traveler. Nochmal eine kleine Pocket mit einem Kärtchen, was man als Collage, als Hintergrund irgendwie verwenden kann. Nochmal Millimeterpapier. Ach ja, Wappen. Wappenkund. Das ist auch aus dem Brockhaus. Und das finde ich immer so schön als Inspiration für alle, die gern zeichnen oder doodeln. Ich habe das oft, wenn ich so anfange, dass ich dann erstmal nicht so weiß, mit was lege ich denn los. Und ich finde, also hier sind schon so schöne Grundformen, wo man dann einfach mal so gucken kann oder sich so ein paar Schnörkel abgucken. Das hilft einem dann schon weiter. Oder auch einfach nur die Unterteilung von einem Blatt. Ich meine, was hier Wappenform hat, kann man ja auch auf jede eckige Form von Blatt irgendwie übertragen und das dann so in Sektionen aufteilen. Und ja, manchmal hat man ja, also mir geht das zumindest so, ich sitze dann manchmal da so und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn ich dann so eine kleine Inspiration habe, dann finde ich das sehr hilfreich. Macht einfach Spaß, überhaupt sich das anzugucken. Tja, dann geht's weiter. Dann haben wir hier noch ein bisschen Pergamentpapier. Viele, viele Seiten für schöne Tagebucherinnerungen zum Aufschreiben. Und schon wieder die nächste Signatur. Nochmal ein schöner Anhänger dran. Da steht drauf, never, never give up. Niemals, niemals aufgeben. Bisschen Romantik muss ja auch sein. Ne? Steampunk ist ja nicht nur Technik, sondern es ist ja auch ganz viel nostalgisch. Hier ist noch eine alte Postkarte drin. Das ist so auch 1920, 1910, so aus der Jahre auf jeden Fall, ja, so richtig alt. Und das ist auch ein Original. Da habe ich mal so einen ganzen Packen auf dem Flohmarkt erwischt. Da waren ganz viele von diesen Karten drin. Und ich dachte, hier muss jetzt mal ein Original rein, keine Kopie. Finde ich immer schöner. Ja, schönes altes Fahrrad, ein Stempel und noch ein bisschen was fürs Auge. Prunkgefäße oder Geräte steht hier sogar drauf. Das war auch in diesem Lexikon, fand ich also irre. So Pokale und so ein Zeug oder so ein Tisch, irre, mit wie viel Details diese Sachen damals hergestellt wurden. Da habe ich in der Mitte, musste ich das mit ein bisschen Washi-Tape fixieren, denn diese Seite, die ist so alt durch das Einbinden, das wird so ein bisschen brüchig, das Ganze, damit die nicht rausfällt aus dem Buch. Deswegen musste in die Mitte dann ein bisschen geklebt werden. So, dann haben wir hier noch eine schöne Spitze und nochmal ein Kärtchen, wo man nochmal irgendwas Schönes draufschreiben kann. Spruch, Gedicht, was auch immer. Dann geht es dann weiter mit der Buchseite und auch nochmal was, wo man auch wieder nochmal so eine Einschubtasche draus machen kann, einfach ein bisschen festkleben unten. Ich weiß immer nicht, wie viel solche Taschen so gebraucht werden. Und deswegen lasse ich die Seiten tendenziell eher lose, damit derjenige, der das Buch hinterher hat, das dann für sich so regeln kann, wie er das gerne möchte. Ja, wenn du dann sagst, ja nö, ich schreibe eigentlich nur Tagebuch und ich gebe gar nicht so viel Firlefanz auf, und dann hast du lauter Taschen in dem Buch, ist ja auch irgendwie doof. So, das ist jetzt so ein Canvas-Papier heißt das, also ein Leinwandpapier. Das fühlt sich an wie Leinwand, ist es aber gar nicht. Das ist extra, ja, um wenn man irgendwas ausdruckt und das soll aussehen wie Leinwand, dann kann man das benutzen. Das habe ich auch mal in irgendeinem Laden gefunden, mir dann ganzen Packen voll mitgenommen, weil ich das so witzig finde. Und dann habe ich es noch in Tee gebadet, also es sieht wirklich aus wie so eine uralte, hunderte von Jahren alte Weltkarte. Irre Sache. Immer wieder mal so eine schöne dekorierte Seite für einen guten Hintergrund als Collage oder sowas. Noch eine alte Buchseite und dann jetzt hier nochmal aus dem alten Brockhaus aus der Renaissance die Bauwerke. Das finde ich so irre, wie die gebaut haben, wie viel Deko da dran ist. Finde ich total schade, dass man heute eben ja so praktisch quadratisch gut baut. Ne? Wäre mal ganz schön, wenn wir auch mal wieder so ein bisschen Geschnörkel an unseren Häusern hätten. Würde mir jedenfalls gut gefallen. So, nochmal zwei Seiten, wo man auch nochmal eine schöne große Tasche draus machen könnte und die Mitte dann als Hintergrund für eine Collage verwenden. Nochmal das alte Bauwerk. Ach ja, und hier kommt ja die Briefe, die alten Schulbriefe. Habt ihr das auch gemacht, dass ihr solche Papiere gefaltet habt in der Schule und dann habt ihr das durch die Bank geschickt?
und gehofft, dass es keiner liest, beziehungsweise dass es vor allen Dingen der Lehrer nicht liest, denn wenn der die erwischt hat, dann hat der die ja einkassiert bei uns und hat die vor der ganzen Klasse vorgelesen. Das war sehr, sehr peinlich. Und ich habe dann jetzt mal meine Tochter gefragt, die ist jetzt 24, ob sie das eigentlich kennt, ob sie das auch gemacht haben. Und dann war sie nur am Grinsen, hat sie gemeint, ja klar. Wir haben die genauso gefaltet und haben die durch die Bank geschickt. Und gut, ich bin jetzt über 50. Ich finde, das ist ja schon sehr lange her, dass ich in der Schule war. Und ich finde es aber sehr erstaunlich, dass also das wohl offensichtlich bei manchen Kindern immer noch unterwegs ist. Ich hatte da ein Video zu gemacht auf Facebook und habe da auch ganz viele Kommentare bekommen. Dass also ganz viele gesagt haben, so, ja, haben wir total vergessen, haben wir auch so gemacht. Und wie peinlich, wenn das dann abgefangen wurde und gelesen wurde von einem Lehrer oder von irgendjemandem, den es gar nichts anging. Und weil es einfach so schön ist und so altmodisch aussieht, fand ich, dass das jetzt nochmal in so ein Steampunk-Buch rein muss. So, dann sind wir schon quasi fast am Ende angelangt. Das ist die andere Seite von der Canvas. Nochmal ein schöner Steampunk-Aufkleber. Und hier haben wir noch eine extra Spezialtasche. Denn da dieses Buch ja so ein bisschen Handtaschenersatz sein kann, wenn man sich das umhängt, braucht man ja noch einen Platz, wo man Dinge aufheben kann. Das wäre dann perfekt, um vielleicht ein paar Geldscheine oder sowas reinzutun. Wenn man nicht das Portemonnaie in der Hosentasche hat, könnte man das ja hinten ins Buch reintun. Und da wäre es dann schön zu und sicher verwahrt und kann nicht rausfallen. Und das ist auch eine Doppeltasche, ne? Also hier hinter könnte man auch noch was stecken. Könnte man noch was hinter verschwinden lassen. So, und hier dann wieder mein Spruch, den ich überall rein tue. Das ist ja mein Markenzeichen in meinen Büchern. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Von Oscar Wilde. Und das ist gut, denn es ist jetzt zu Ende. Muss ich dann mein Handy wieder rausholen, sonst suche ich das nachher. Es gibt doch nichts Blöderes, als wenn man sein Handy klingeln hört. Und du findest es nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich die Einzige bin, der das so geht, aber ich renne hier immer rum und suche es überall. Wenn es dann in so einem Buch steckt, dann wird es ganz schlecht. So, mache ich das mal schön wieder zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal ein letzter Blick hier auf die vielen Taschen und Fächer. Es war eine Wahnsinnsarbeit, dieses Buch zusammen zu puzzeln. Ich habe an keinem Buch bisher so lange gearbeitet wie an dem hier. Es sind also insgesamt so ungefähr 60 Stunden sind dabei draufgegangen. Nur die Leinwände hier entsprechend aufzubereiten, da war ich ja schon, wer weiß wie lange, beschäftigt. Also es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich fand es wirklich toll. Und ich habe bisher auch noch kein Buch gesehen, was man sich tatsächlich umhängen kann. Falls schon irgendwer auf die Idee gekommen ist und es einfach nur noch nicht online ist oder ich habe es irgendwie übersehen, dann sagt mir Bescheid. Ansonsten bitte nehmt diese Idee und macht was Tolles damit. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist ja immer so, wenn man sowas macht, dann tritt man ja oft dann so eine kleine Lawine los, dass alle möglichen Leute dann solche Sachen ausprobieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet. Und wenn ihr selber dann sowas macht, bitte, bitte schickt mir Fotos oder erzählt mir, was ihr macht. Zeigt es den anderen. Ich finde es so, so cool und bin sehr, sehr neugierig, was ihr mit dieser Idee anfangt. Und ja, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.